Hey, hier ist Ben und Chris von Gita Masterplan. Ja, schönen guten Morgen oder guten Abend, je nachdem, wenn du das Video schaust. Wir sind hier gerade auf dem Weg zum Gita Summit. Letzter Tag, Sonntag, Tag 3. Und wir hatten da gerade eine Live-Session, haben dort die Verlosung gemacht von dem Gewinnspiel vom Rock on Metal Riffmasters Programm. Nochmal herzlichen Glückwunsch an alle Gewinner und super, super vielen Dank für den Support. Und allgemein auch nochmal für den Support für alle unsere Abonnenten und die E-Mails, die wir bekommen. Und ja, heute zum Tag 3. Was haben wir vor? Wir haben vor, dass wir ein kleines Video machen vom Equipment, was uns besonders gefällt derzeit, was wir an den 3 Tagen Guitar Summits gesehen haben. Hauptsächlich Gitarre, ja. und Amps natürlich, genau. Dass jeder von uns eine Gitarre mal vorstellt, die ihm gerade aktuell ist, besonders zusagen würde, genau. Und das gleiche auch für den Amp und genau. Natürlich auch, warum wir dieses Equipment cool finden. Genau, richtig. Also bei der Gitarre wird es wahrscheinlich einfach, bei den Amps müssen wir schauen wegen der Lautstärke, weil mit einer Amp wird, ist ja nichts mit Kopfhörern, da ist ja quasi, ja, ist höllisch laut teilweise. Wir können sie leider nicht vorspielen, weil alles nur über Kopfhörer läuft hier. Genau, also zumindest... Also bei den Gitarrentests. Genau, bei den Gitarrentests, genau richtig, ja. Und müssen wir schon in der Amp hören, ob das passt, aber wirst du dann gleich sehen, ja. Auf jeden Fall, das ist das, was wir heute so vorhaben. Und mal schauen, vielleicht finden wir den einen oder anderen, den wir interviewen können. Mit Sigi Braun wollten wir vielleicht nochmal ein Interview machen. Und ja, ich würde einfach mal sagen, wir... gehen dann mal zum Summit und sehen uns dann gleich wieder. Bis gleich. Bis dann. Ja, hi, hier ist Chris von Guitar Masterplan und Sigi Braun hat sich für uns Zeit genommen, Fragen, die wir immer wieder gestellt bekommen, zu beantworten. Und in dem Fall geht es um die Qualität der Gitarre. Was macht jetzt zum Beispiel jetzt eine Sigi Braun Gitarre aus? Wo ist wirklich die Qualität dahinter beim Holz, bei der Lagerung? Was ist da wichtig und was rechtfertigt zum Beispiel auch diese Preise? Generell von guten Custom-Shop-Gitarren, beziehungsweise was kann man davon erwarten im Vergleich zu einer von der Stange, die, ja, sagen wir, 700 Euro kostet? Also, wenn man vom Ziel her denkt, und das ist ja das Wichtige bei so einem Custom-Shop, das heißt, ich muss mir das Endprodukt natürlich vorstellen können, weil ein Custom-Kunde das Produkt ja vorher nicht testen kann. Ja, wenn ich mir vom Ziel her die Sache vorstelle, dann muss man das Pferd ein bisschen anders aufzäumen. Also es ist so, ich schaue mir eigentlich zuerst den Kunden an. Ja. Ich schaue mir den Kunden an und überlege mir, was braucht der, was will der, was sind seine Prioritäten. Mhm. Ja, das heißt, ich passe das Custom Shop Instrument an einen Kunden an und nicht umgekehrt. Mhm. Und das unterscheidet mich schon mal von einer Gitarre, die im Laden steht und ich entweder kaufen kann oder nicht. Bitte? Ist klar, ja. Genau. Das heißt, ich setze mich mit dem Kunden wirklich auseinander und frage ihn und mich, was ist dir denn wichtig? Ja, also, oder zum Beispiel, was stört dich an deiner aktuellen Lieblingsgitarre? Und dann kommen eben schon so Sachen wie, ja, die Potti-Position gefällt mir nicht oder
der Schalter gefällt mir eigentlich nicht, der ist mir immer im Weg. Die Gitarre ist zwar toll, aber es gefällt mir nicht. Oder das Halsprofil ist mir eigentlich zu dick oder zu dünn. Oder die Gitarre ist mir eigentlich zu schwer, aber ich habe mich dran gewöhnt. So, und das ist schon mal einer der Punkte, die wir aufgreifen. Also, dass wir uns ganz, ganz individuell an den Kunden ranmachen, ja, und ihn analysieren und uns überlegen, was ist dir denn wirklich wichtig. Und je präziser ein Kunde das äußern kann, ja, desto präziser können wir die Gitarre bauen. Also das ist schon mal einer der grundlegenden Unterschiede. Also dass wir, wie gesagt, vom Ziel her denken und uns überlegen, wie muss denn die fertige Gitarre aussehen, dass der Kunde sagt, wow. Was mich jetzt besonders interessiert, ist, man findet ja hin und wieder, generell auch bei, wenn man Glück hat, bei günstigeren Gitarren, hat man Glück, man erwischt eine, die schwingt einfach super. Ja, dann hast du von, neun weitere aus dieser Serie und die klingen nicht wirklich. Woran liegt das? Woran liegt das, genau. Also, dass ich sagen kann, dieses Ding schwingt wirklich, es kommt ein Feeling rüber, auch beim Spielen. Ja. Also es ist so, dass es zu 80% nicht unbedingt am Holz liegt, sondern es liegt an der Einstellung von der Gitarre. Okay. Also bei vielen Gitarren ist es so, dass sie deswegen nicht gut schwingen und nicht gut klingen, weil sie an den entscheidenden Punkten eben Defizite aufweisen. Also zum Beispiel die Bünde sind nicht perfekt abgerichtet, die Gitarre schwingt nicht gut, die Saiten schwingen nicht sauber aus, weil die Bünde nicht perfekt abgerichtet sind. Und um Bünde perfekt abzurichten, brauchst du ziemlich viel Ahnung. Ja? Also dass ein Ton einfach schwingt und klingt auf jeder Seite, das ist das eine. Das nächste ist, die Gitarre ist nicht richtig eingestellt. Also das heißt, der Halsstab ist nicht an die klimatischen Umstände angepasst, die Saitenlage ist nicht perfekt, die Oktavreinheit ist nicht perfekt, die Höhe der Pickups zu den Saiten passt nicht, der Sattel ist nicht optimal gekerbt. Das heißt, es sind oft die Summe von Kleinigkeiten, ja, die darüber entscheiden, ob eine Gitarre auch schwingt und nicht. Wenn, ich kann dir den Sattel so feilen, dass die Saite tot ist. Da schwingt gar nichts. Das hat aber nichts mit dem Holz zu tun. Ich will sagen, wenn du in den Laden gehst und du hast da, sagen wir mal, 20 Strats hängen, ja, die sehen alle gleich aus. Und davon sind 10 scheiße, 5 sind gut und 5 sind super. So ist es meistens, ja. So ist es meistens. Und dann liegt es aber nicht daran, dass die einen jetzt besonders tolles Holz hat, sondern dass die einfach besser eingestellt ist. Ja? Okay? Also, und dafür braucht es aber natürlich schon eine Expertise. Also du musst Erfahrung haben und Ahnung haben, dass diese Komponenten, ja, zusammenspielen. Also Hardware, Tonabnehmer, Verarbeitung und natürlich letztendlich schon das Holz. Ja, das ist schon klar. Das muss aber eine Einheit geben. Und da brauchst du Erfahrung, dass du die Gitarre in die Hand nimmst, sie anspielst und sagst, wow, das finde ich jetzt aber, das inspiriert mich. Ja? Und wenn du mich fragst, was macht eine gute Gitarre letztendlich aus, dann muss ich dir sagen, das ist die, die du in die Hand nimmst und die dich inspiriert. Und das ist nicht unbedingt eine Custom-Shop-Gitarre für 4.000 Euro, es kann auch eine sein für 500 Euro. Ja, entscheidend ist, dass sie dich inspiriert. Nur, wir haben halt eben den Vorteil, dass wir die Gitarren an unsere Kunden wirklich sehr, sehr gut anpassen können. Das heißt, du nimmst die Gitarre in die Hand und du weißt genau, boah, endlich habe ich die Position, die ich brauche. Endlich habe ich den Hals. Endlich habe ich die Farbe. Ja, wir haben Kunden, die können nur mit blauen Gitarren spielen. Ja, verstehst du, was ich meine? Und das ist der Unterschied zwischen einer Custom-Gitarre und einer Standard-Gitarre. Ja? Sehr gut, ja. Sehr gute Insights. Ja, danke. Ja, danke dir, Sigi. Danke. Danke fürs Gespräch. Jetzt kommen wir zu dem Teil, welche Gitarre hat uns am besten gefallen nach den 3 Tagen Guitar Summit. Wir sind ja gerade noch hier, aber haben jetzt einige Gitarren angetestet. Wir haben sehr viele Hersteller hier, Fazit übrigens später noch. Jetzt sind wir gerade hier am Sigi Braun Stand, Sigi Braun Custom Guitars. Kennt man, glaube ich, mittlerweile. Und da haben wir dieses, wie ich finde, geiles Teil. Was man dazu sagen muss, wir sitzen hier in dem Fall eine 7-Seiter. Er hatte auch exakt dieselbe nochmal da als 6-Seiter, die würde ich dann eher bevorziehen. Und nicht unbedingt jetzt in 7-Seiter, aber was mir besonders gut an dieser Gitarre gefällt, zum einen erstmal, wenn du die in der Hand hast, dann fühlst du ihn echt, okay, du hast was Hochwertiges in der Hand. Sie ist sehr leicht oder relativ leicht im Vergleich zu anderen Gitarren, die ich bisher in der Hand hatte, klingt aber trotzdem noch richtig, richtig fett. Und ist hier durch diesen splitbaren, das war hier ein 3-Wege-Switch, ja, hast du quasi einmal Bridge, dann Middle Pickup, beziehungsweise hier werden dann quasi, so wie ich das Sigi richtig verstanden habe, beide Humbucker genutzt. Hier hast du den Neck-Humbucker und hast trotzdem hier
nochmal die Möglichkeit, mit diesem Schalter, mach mal vielleicht so, dann sieht man das hier, ja, mit diesem Schalter nochmal die Humbucker zu splitten. Ich hoffe zumindest, dass ich das so richtig verstanden habe. Gut, hier Tonvolume, Tonknopf brauche ich nicht unbedingt, aber hier diesen Volume-Knopf ist eine sehr, sehr gute Position hier, wobei das ist ja auch nochmal das Gute bei Sigi, du kannst ja alles, du sagst, okay, die Gitarre willst du so haben, aber das Volume-Potty soll nicht hier sein, sondern vielleicht einen Zentimeter weiter nach oben, dann kannst du denen das sagen und dann macht er das für dich. Ja, das ist natürlich richtig, richtig geil. Das schon mal dazu, dann der nächste Punkt, der Hals. Und zwar, wir haben ja noch ein anderes Video auch mit Sigi aufgenommen, da ging es nochmal darum, was wichtig an so einer Gitarre ist. Da war auch der erste Punkt von ihm der Hals. Und auch der ist mir hier sehr positiv aufgefallen. Ich zeige es vielleicht mal von hinten. Wir fangen vielleicht mal direkt unten an. Und zwar, wir haben hier eine mehr oder weniger Neck-Through-Konstruktion, wobei das ja diese spezielle von Sigi Braun entwickelte, ich glaube, CNC-Technologie ist. Ich hoffe, ich sage das jetzt richtig. Das heißt, du hast trotzdem noch eine richtig geile Bespielbarkeit hier in der bis zu den 24 Bünden. Das ist schon mal richtig, richtig geil. Dann das andere ist das. Dieser Hals ist, ich würde jetzt mal vermuten, ist wahrscheinlich ein U-förmig. Er ist dünn, aber jetzt nicht so richtig krass dünn, wie zum Beispiel jetzt bei zum Beispiel einer Ibanez. Aber auch nicht eben so fett wie zum Beispiel jetzt bei einer Fender, bei einer Telecaster oder gut, Les Paul. Es ist ein Mittelding. Taugt für mich richtig, richtig geil. Das Griffbrett ist aber trotzdem noch relativ breit und jetzt nicht so super schmal. Und das finde ich gerade für meine Hände mega, mega geil. Und lässt sich einfach auch richtig geil bespielen. Du hast hier einen quasi unlackierten Hals. Ja, das gefällt mir auch sehr gut, weil bei Lack bleibe ich immer so oft hängen. Das taugt für mich überhaupt gar nicht. Vielleicht als kleines Detail, wenn wir gerade hier hinten sind. Ja, du hast auch hier für den Gut. Das ist quasi hinten dran. Ist auch nochmal ein geiles, nicht unbedingt ein Gadget, aber einfach eine coole Sache. Dadurch hast du hier von der Form her trotzdem noch diesen spitzen Cutaway hier oben. Gefällt mir auch richtig gut. Und vielleicht noch zum letzten Detail, und zwar hier die Fixed Bridge. Du weißt ja, ich spiele häufig dann meine ESP M2 oder hatte dann auch jetzt die Ibanez, die wir dann verlost hatten. Und nach den vielen Jahren Floydlos, also freiwillig schwebendes Tremolo, muss ich aber echt sagen, gerade für die Lektion oder auch jetzt fürs Home Recording, eine Fixed Bridge taugt für mich viel, viel mehr, weil du hast einfach nicht immer diesen Stress und diesen Zeitverlust beim Stimmen oder auch beim Frischbeseiten. Hier haust du die Saiten drauf, du stimmst sie einmal, lässt die Saiten dann entsprechend logischerweise dann aus, wie sagt man dazu, kurz ausdehnen, das ist ja aber ganz normal. Und dann kannst du damit spielen, ja. Und das andere ist natürlich auch, wenn wir Lektionen machen, jetzt gerade im Mittelbereich, wir wollen mal vielleicht Drop D spielen oder wollen auf D runterstimmen, dann stimmst du die Gitarre runter und dann war es das, ja. Bei einem Floyd-Rose undenkbar, ja. Also ist jetzt nicht unbedingt positiv, negativ, aber es ist einfach nur eine Sache, wo ich sage, es ist für mich vorteilhaft, weil es spart mir sehr viel Zeit. Und ich finde es auch rein vom Feeling her ganz cool. Und du hast auch den Vorteil, jetzt gerade im Metal, wenn du jetzt auf der tiefen E-Seite bist und du haust mal richtig rein, hast du oftmals bei dem freistehenden Tremolo den Effekt, dadurch, dass du reinhaust, hast du natürlich eine höhere Spannung auf der Seite und durch die höhere Spannung ziehst du das Tremolo nach oben. Was passiert? Der Effekt ist, die Gitarre verstimmt sich. Das heißt, du hast immer so, und dann geht es wieder nach oben. Ja. Und das finde ich auch nicht so gut. Ja. Ist meine persönliche Meinung. Und deswegen ist die Gitarre auf jeden Fall richtig, richtig geil und das ist jetzt eigentlich so das Prachtstück meiner persönlichen Meinung, ja, für mich hier auf dem Guitar Summit 2018. Wie gesagt, das ist jetzt hier die 7-Seiter-Variante. Ich bevorziehe dann eher die 6-Seiter-Variante. Die wurde nur leider schon verkauft, wie einige Gitarren hier dieses Sold-Ticket schon quasi haben. Und das mal zu meinen persönlichen Favoriten hier auf dem Guitar Summit 2018, wenn es um die E-Gitarren geht. Ja, hi, hier ist Chris von Guitar Masterplan. Nachdem du Bens Favoriten schon gesehen hast von der Messe, welche Gitarre ihm am besten gefällt, und es ist Zufall, bei mir ist es auch eine Sigi Braun und keine andere. Wer mich jetzt ein bisschen kennt, der weiß, dass ich total auf George Lynch stehe und der häufig diese HSS-Gitarren spielt in diesem Aged Finish. Und ich generell so auf diesen 80er Sound auch stehe von Warren Deb Martini, der hinten den Humbucker hat und oben einen Single Coil. Als ich die gesehen habe, angegriffen habe und gespielt habe, war klar, das ist mein Messefavorit. So.
derzeit meiner Meinung nach die schönste Aged HSS-Thread, die man finden kann. Und wir haben jetzt das große Glück, dass der Uto von Sigi Braun hier ist und sich mit der Gitarre bestens auskennt. Vielleicht sagst du ein paar Worte dazu. Ja. Entstehung einer Relic. Ich denke eigentlich, der Grundgedanke war ja, eine Relic-Strat herzustellen, die wirklich authentisch mit dem ist, dass man sagt, 30 Jahre gespielt, so sollte sie aussehen, da ich ja selber schon fast 60 bin und seit 50 Jahren Musik mache, weiß ich einfach, wie die aussehen sollte. 80er Jahre, Punkzeit in Freiburg im Breisgau und dann weiß man, wie eine Gitarre nach 10 Jahren aussehen kann. Und das ist letztendlich wirklich authentisch übertragen auf unsere Relic-Strat. Das macht auch einen gewissen Punkt der Erfahrung. Ja. Nicht einfach drauf loszuratzen hier, sondern zu wissen, wie funktioniert der Ablauf eines Spielers an der Gitarre. Und jeder hat seinen eigenen Charakter in den Abdrücken einer Gitarre. Mhm. Na? Und das war für uns ganz wichtig. Wenn wir eine Relic-Strat herstellen, muss sie authentisch sein in jedem Punkt. Ja, was das sehr cool Einzigste, ist. Entschuldigung, das Einzigste, was hier wirklich High-End ist, sind unsere Tonabnehmer und unsere Elektronikfach, das Gott sei Dank unter drunter steckt und in dem Moment natürlich nicht sichtbar als Relic ist. Ja? Es ist, weil es auch so besonders authentisch rüberkommt jetzt vom Schlagbrett. Wenn man jetzt viele andere Relics sich anschaut, unter anderem habe ich die George Lynch angesprochen, die bei weitem nicht da rankommt, also von dem, wie das tatsächlich aussieht und das jetzt nicht irgendwie künstlich, sondern... Nee, wir versuchen das wirklich authentisch. Ist, ja. Auch die Griffmulde, die wir letztendlich hier einbringen, wenn du selber schon eine Gitarre gespielt hast über längere Zeit, weißt du ganz genau, deine Fingernägel drücken ein, hinterlassen einen Strich und darunter liegend kommt die Fingerkuppe, die ja bei Gitarristen, die schon sehr lange spielen, sehr hart ist. Ne? Und durch das Arbeiten in den einzelnen Bünden kommen genau diese Griffmulden zustande, die wir authentisch hier einbringen. Sehr cool, ja. Ja. So von mir klarer Messefavorit dieses Mal vom Guitar Summit. Soundcheck. It's okay. Fuck it. Go low, ha ha, don't go. So, das war der Gitcha Summit 2018, letzter Tag. Wir ziehen nochmal einfach ein kurzes Fazit. Chris, willst du vielleicht anfangen? Vom heutigen Tag und dann allgemein nochmal so. Ja, heutiger Tag wieder extrem super. Wir sind zwar nervlich schon fertig, weil wir zu viele Eindrücke gesammelt haben. Ja. Na, war alles cool. Heute haben wir ein Video geschossen, zum einen eben, was unsere Favorite Gitarre war. Und sind wir auf sehr, sehr coole Sigi Braun Modelle gestoßen, die wir vorher so nicht kannten. Coole Workshops, die angeboten worden sind. Und ja, ja. Was war dein Highlight? Genau, also einmal natürlich Sigi Braun stand, da echt mal Zeit zu nehmen und auch mal mit ihm so ein bisschen zu quatschen, mit den auch Mitarbeitern von ihm. Oh, wir müssen mal kurz hier weg, kurz einen Moment. Das ist hier quasi live, so müssen wir kurz den Platz ändern. So, kurzer Platzwechsel, muss dann los. Und wo waren wir stehen geblieben? Bei den Gitarren. Genau, Sigi Braun, das war schon mal richtig, richtig geil. Also da auch nochmal einige Insights und einfach so ein bisschen ja, den Horizont nochmal erweitert. Und so ein bisschen gesprochen, was jetzt Gitarren wirklich herausragend sein lässt, was sie ausmacht. Genau. Was Gitarren oder wie Gitarren eingestellt sein müssen, dass sie wirklich schwingen, wie sollte das Holz gelagert sein und generell dieser ganze Prozess, der dahinter steckt, eine extrem gute Gitarre zu bauen. Genau, richtig. Und das war auf jeden Fall schon mal sehr cool. Zu den
Lieblings-Amps oder favorisierten Amps sind dann leider nicht mehr gekommen, weil wir mit einmal so lange an dem Stand waren und da waren wir jetzt noch mit Matthias, wie heißt der Matthias? Matthias Hecknum. So was wünsche ich immer mal wieder haben, endlich, ja. Alles live hier. Ja. Genau, mit dem Matthias waren wir jetzt noch in der Klinik. Mit dem Matthias von Free Kitchen. Genau, haben den noch interviewt und deswegen hat es zeitlich leider nicht mehr gepasst. Aber es gibt ja nächstes Jahr und ich habe schon gehört, es glaube ich gibt sogar schon ein Datum für den nächsten Guitar Summit. Und da nochmal vielleicht so das Endfazit. Also ich denke, ich kann mir sagen, also wir waren auf jeden Fall sehr begeistert. Ja, auf jeden Fall. Können es dir und allen anderen E-Gitarristen auf jeden Fall auch empfehlen, wenn du aus der Richtung Mannheim kommst. Aber selbst wenn nicht, Frankfurt ist eine halbe Stunde mit dem Zug entfernt. Also auch die Verbindungen sind doch besser, als wir gedacht haben. Nur ein Stück weiter ist Österreich und okay. Alles kein Problem. Genau, richtig. Und wir können es auf jeden Fall empfehlen. Sehr, sehr viele Aussteller, sehr nette Leute. Also du kannst mit denen sprechen, du kannst ja auch alles antesten. Das fand ich mir richtig geil. Auch die Sache mit den Kopfhörern, dass du jetzt nicht irgendwie reingehst und du wirst den ganzen Tag von morgen bis abends nur Bescheid. Das kann man natürlich in der Amp-World machen. Ja, da kannst du auch Röhren-Amps und so weiter testen ohne Headphones. Aber ansonsten kannst du Gitarren und so weiter alles mit Headphones testen. Ist schön ruhig. Und von daher absolute Empfehlung. Da auch, ich sag mal, jetzt ein Dankeschön an Gitarre und Bass, die das Ganze hier quasi veranstalten. Also, wenn es um uns geht, kann es auf jeden Fall nächstes Jahr so weitergehen. Und ich denke, wir sind auch nächstes Jahr wieder am Start. Und ja, dann hat es uns gefreut. Es werden jetzt auch einige Videos kommen mit den ganzen Interviews und so weiter und so fort. Ja, da vielleicht etwas Geduld zeigen. Die kommen auf jeden Fall in den nächsten Tagen, Wochen, werden einige Videos mit den Interviews und so weiter und so fort kommen. Und ja, dann noch ein Abschlusswort oder... Ich denke, wir machen uns auf den Weg. Wir sind genau. Schon. Wir machen uns auf den Weg zum Bahnhof und dann geht's wieder zurück. Und ja, dann melden wir uns quasi später nochmal, beziehungsweise später nicht, in der nächsten Lektion so rum. Und ja, dann wünsche ich mir einfach noch mega viel Spaß. Ich hoffe, dir hat diese Videoserie hier, die drei Tage am Guitar Summit, gefallen. Und auch wenn du nicht mit dabei warst, haben wir dich quasi so mit der Kamera etwas mitgenommen. Und dann wünsche ich mir einfach noch mega viel Spaß beim E-Gitarre lernen und wir sehen uns in der nächsten Lektion. Bis dahin, rock on!